Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Freut uns sehr, dass Sie da sind. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen vom Persönlich Verlag und im Namen vom Kosmos. Ist für unseren Verlag mittlerweile ein bisschen zu unserer Hauskantine geworden. Reto Bühler, besten Dank für das, was ihr organisiert habt. Ist wirklich grossartig. Wir wissen, es ist ein bisschen eine ungewöhnliche Zeit, am 6 Uhr am Abend so ein Happening durchzuführen. Aber ich glaube, gerade am Sonntagabend, dass man ein bisschen im Flow ist, dass man auch ein bisschen Kultur spürt, haben wir gefunden, dass 6 Uhr doch eine sehr, sehr gute Zeit. Der Grund ist von dieser Veranstaltung, Sie haben es ja gestern vielleicht gelesen, und da sind wir besonders stolz drauf, im Feuilleton von der grossen NZZ ist ein grosser Artikel gekommen über die heutige Abend. Ich glaube, das erste Mal war, wo die NZZ überhaupt den Namen Ballermann ins Maul genommen hat. Aber gerade im Feuilleton war natürlich Gadler. Und der Grund dieser Veranstaltung ist eigentlich folgende. Der Manfred Klemann, der hier sitzt, mein langjähriger Freund und Geschäftspartner, und ich hatte 1996 eine Reise gemacht um die Welt. Ich hatte dort noch bei Tele Zürich gearbeitet. Und mein Vater, der heute auch hier ist, hat mal gesagt, es wäre eigentlich sein Lebenstraum, mal in einem Monat um die Welt herumzureisen. Wenn ich beim Schawinski geschafft habe, hatte ich einfach nicht einen Monat Ferien, sondern 3 Wochen. Und dann hat man halt das in 3 Wochen machen. Und mein guter Kumpel, der Manfred, er ist Reisebuchverleger, er ist aus dem Reisebuch-Business, hat gesagt, ja gut, wenn wir das machen, die 3 Wochen, dann tun wir ja das ein bisschen so planen, dass wir die wichtigsten Stationen der Welt sehen, in allen Kontinenten sind, einfach ein bisschen the best of oder ein bisschen Fast Food. Dass wir einfach schnell, tak, 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 in 3 Wochen sind wir zu Las Vegas und dann sind wir mal zu Bora Bora. Sie werden es nachher hören, wo wir überall waren, dann sind wir zu Kapstadt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, es schnurren ja alle auch noch ein bisschen von dem Ballermann, dann müssen wir doch auch noch an den Ballermann gehen. Dann haben wir gesagt, gut, dann ändern wir die Reise am Ballermann. Und darum auch der Titel von diesem Buch, «Die ganze Welt ist Ballermann». Und wir haben natürlich das ein bisschen kommerziell gehofft, es hat überall die Trash-Sendungen auf RTL und überall. Und dann haben wir natürlich gehofft, dass wir sagen, wir sind eigentlich die Literaten vom Ballermann. Und dann haben wir die Reise gemacht in 3 Wochen und irgendwann einmal in Kapstadt, ich habe immer Bücher dabei gehabt, über das werden wir nachher reden, von meinem grossen Idol, den ich ganz herzlich möchte begrüßen heute Abend. Also für mich ein Traum. Aber darüber reden wir nachher. Ich habe ja immer Walser gelesen in meinem Leben. Also Walser war für mich absolut gewesen. Andere sind ins Kino und haben irgendwie zu den, weißt du, in den 90er Jahren aktuell gewesen, da die Boys Groups und weiss Gott, ich habe Walser gelesen, oder? Und dann plötzlich haben wir die Idee gehabt, wir könnten eigentlich einen Martin Walser, der ja nie, vielleicht wird er das heute aufklären, der ja nie aus Deutschland rausgekommen ist, ein bisschen zeigen, wie die Welt ist. Und so haben wir ihm dann von jeder Station eine Postkarte geschickt. Und darum heisst das Buch «Die ganze Welt ist Ballermann, Karten an Martin Walser». Das ist eine lange Vorrede, ich weiss. Aber vor 20 Jahren haben wir dann das Buch vorgestellt gehabt mit dem Martin Walser. Das war 1998. Es hat einige von da, wo Leute, die da waren, wir haben diese Veranstaltung gemacht bei Stein am Rhein, da sind auch sehr viele Leute gekommen. Und plötzlich in diesem Sommer ist die Idee gekommen, wir könnten das nochmal machen mit dem Martin Walser. Und der Martin Walser, und das ist natürlich die Grösse von so einem Monument, hat gesagt, jawohl, ich mache das und darum ist er heute Abend da. Ich möchte auch noch ein paar spezielle Gäste begrüßen. Der Mario Fehr, der Regierungsrat, ist da. Ich habe gestern gesehen, er war am Fußballspiel, Schweiz gegen, weißt du, ja genau, wo wir 6-0 gewonnen haben. Heute ist er hat er mit dem Velo, also Velorennen mitgemacht. Heute Abend ist er da. Sie sehen also Fußball, Velorennen, Ballermann, das sind die Jobs vom Zürcher Regierungsrat. Aber wir freuen uns sehr, dass er heute Abend im Kosmos ist. Und der Mario, da darf ich vielleicht auch noch sagen, hat das Buch gelesen, hat es auch schon gepostet. Er ist ein sehr grosser Fan vom Buch «Die ganze Welt ist Ballermann». Dann sollte auch noch der Herr Nationalrat Köppel da sein. Er kommt gerade von Chemnitz, er ist glaube ich noch nicht eingetroffen. Aber er soll... Ich kann sagen, er hat mich einmal einstellen als Inlandredaktor bei der Weltwoche, wo er gerade neu kam, zur Weltwoche. Das war natürlich das Grösste, dass man zur Weltwoche arbeiten kann. Und dann habe ich immer so als Bewerbung gegeben, das Buch «Die ganze Welt ist Ballermann».
Also ich habe den Job nie bekommen, aber ich freue mich, wir sind sehr gut befreundet, freut mich, dass er da ist. Ich freue mich natürlich, meine Eltern und alle sind da, viele Freunde und Fans und Journalisten. Also ich hoffe, das wird ein toller Abend. Ich freue mich natürlich sehr auch die Frau Walser, die da ist. Hinter jedem grossen Schriftsteller steht eine starke Frau. Da kann man immer drauf gehen, oder? Also ist ja immer so im Leben. Aber sie hat das ganze Werk von Martin Walser, er hat ihr mit die handschriftlichen Sachen gegeben, hat sie dann abgeschrieben mit den Schreibmaschinen. Also sie ist allweg 50% vom Walser-Werk. Herzlich willkommen, Frau Walser. Ja, Martin, wir haben es vorhin erwähnt. Wie war das für dich 1996? Das war ja ganz, da war unsere Weltreise, wo du plötzlich von Manfred und mir diese Postkarten bekommen hast. Naja, als Autor ist man natürlich immer auf Überraschungen gefasst. Aber diese Karten waren, ganz klar, waren einmalig. Noch nie haben zwei junge Kerle aus der ganzen Welt Karten an mich geschrieben. Und was mich noch mehr sozusagen eingenommen hat, das war, was sie auf diesen Karten geschrieben haben. Zum Beispiel kam da einmal ein Satz, der hieß: Lieber Martin, wir sind gerade da und da in Südafrika. Und Südafrika ist genau, wie du es beschreiben würdest. Aber das ist schon ein dreifacher Tiefsinnsalto. Und da war ich natürlich dann neugierig, weil ich schon die Art immer wieder aus jeder dieser Weltstationen haben sie Karten geschrieben, in denen auch ich manchmal vorkam. Also nicht persönlich, sondern Bücher von mir. Da habe ich gemerkt, das ist einer von den beiden ist ein Leser und ist ein wirklich kundiger Zeitgenosse. Und da war ich halt, muss man schon sagen, ich war dann von Mal zu Mal erstaunt. Und die letzte Karte war: Morgen kommen wir nach Kloten. Ich hoffe, du empfängst uns. Es war dann umgekehrt. Ich habe die Kerle eingeladen. Und das ist wiederum nicht erstaunlich. Ich bin dann mit beiden befreundet worden und bin es immer noch. Und meine ganze Biografie ist nicht so, dass ich mit Freunden übervölkert bin. Im Gegenteil, mit jedem Jahr nehmen Freundschaften ab, die sterben einfach weg. Aber selbst die, die noch leben, sind nicht mehr alle meine Freunde mehr. Auf jeden Fall die zwei sind es geblieben. Diese Karte, die gestern auch in der Zürich-Zeitung zitiert wurde, Südafrika ist so, wie du es beschreiben würdest. Also wir waren beide in Südafrika, Manfred und ich, und dachten, ja, Walser kommt ja nie vom Bodensee weg, oder? Jetzt erklären wir ihm ein bisschen die Welt. Warst du eigentlich mal in Südafrika? Das habe ich dich nie gefragt. Nein, natürlich. Wie könnte ich? Da habe ich nichts zu, da habe ich nichts verloren. Aber du warst natürlich in vielen Ländern. Ja, natürlich. Aber ich war nur auf literarische Einladungen. Teils durch Goethe-Institut, teils durch Übersetzer. Also wenn du in Finnland einen wunderbaren Übersetzer hast, der jedes Buch von dir übersetzt und der lädt dich dann auch einmal ein, nach Helsinki zu kommen, dann reist du eben nach Helsinki. So. Das sind die Gründe für meine Reisen. Gut, du warst noch Professor in Berkeley, in Amerika. Oder? Ja, das ist eine andere Art von
Auslandsbesuch. Ich war, wie man so sagt, Gastprofessor. Und da war ich, wie gesagt, in Berkeley, in mehreren amerikanischen Staaten war ich immer ein paar Monate Gastprofessor und ich habe das sehr zu schätzen gelernt, Amerika. Also angefangen hat es in Austin, dann in West Virginia, dann in New Hampshire, dann in Kalifornien und so weiter. Ich habe es Amerika lieben gelernt. In den 60er Jahren, als Amerika den Vietnamkrieg führte, da hat die Gruppe 47, zu der ich auch gehörte, sich einladen lassen nach Amerika. Und da haben sie einander in Princeton ihre Texte vorgelesen. Und ich war damals auch Gruppe 47, war natürlich auch eingeladen. Und ich habe geschrieben, solange gleichaltrige Amerikaner in Vietnam kämpfen müssen, mag ich nicht in Princeton Texte vorlesen. Und das Tolle war, ein Professor Wilson in Austin, der hat mich eingeladen auch, dem habe ich abgesagt, eben wegen Vietnam. Und der hat mich danach, als dieser ekelhafte Krieg beendet war, hat er mich wieder eingeladen. Das ist Amerika, das ist wirklich großmütig. Und so bin ich dann immer in diese einzelnen Staaten gereist. Jetzt drängt sich ganz kurz eine Frage auf. Wie beurteilst du heute Amerika mit diesem originellen Präsidenten? Das ist ein Problem. Das werden wir hier nicht lösen. Also ich muss sagen, ich habe in meinem letzten Buch, das heißt Gar alles, da habe ich extra mit Fleiß, das sind Briefe eines Schriftstellers an eine unbekannte Geliebte. Und er will dadurch einen Menschen kennenlernen. Er gibt sich schrankenlos preis und sucht einen Menschen, der alles in Kauf nimmt und mitmacht. Gut. Und da habe ich extra, das sind Briefe, die sind datiert von November bis sowieso. Und im April habe ich einen Brief hineingemacht. Da habe ich extra, hat er dieser unbekannten Geliebten mitgeteilt, dass er Trump verehrt. Und das ist also so, er wollte ihr alles mitteilen. Sie müssen alles wissen über mich. Da müssen Sie auch wissen, ich verehre Trump. Und das wurde mir nicht hoch angerechnet. Und das ist auch geblieben bis zum heutigen Tag in den engsten Umgebungen. Ich habe damals geschrieben, Trump hat mir imponiert als Kandidat im Wahlkampf, weil er glaubwürdiger war als jeder andere Kandidat, etwa als die Kandidatin Hillary Clinton, weil er alles preisgegeben hat und trotzdem dann gewählt wurde. Das ist bis zum heutigen Tag ein Problem, dass ich überall, also ich bin immer noch ein, Entschuldigung, ich sage nicht Trump-Verehrer, aber jemand, der beeindruckt ist durch seine Art, Politik zu machen. Und ich finde, es gibt keinen Politiker für mich, bei dem man so klar Bescheid weiß über seine Motive und so weiter. Aber lassen wir jetzt Trump. Ich bin
immer noch ein zustimmender Mensch und das können Sie mir ruhig übel nehmen. Ich bin es gewöhnt. Vielleicht noch ganz kurz zu diesen Karten. Nehme ich jetzt trotzdem Wunder. Also Manfred und ich haben dich ja eigentlich gestalkt. Also wir haben ja Karten geschickt, Bora Bora, von, wir hören Sachen alles, von Las Vegas, von Mallorca, von XY. Hast du dich da nie bedroht gefühlt? Wenn dir da plötzlich zwei Karten schicken, die du nicht kennst. Bedroht? Ja. Ja, im Gegenteil. Ich fand mich überschätzt. Ich dachte, die Kerle da, der Text, das habe ich dann auch, als das ein Buch war, habe ich gemerkt, was für eine beeindruckende Art, die Welt zu schildern. Und es hat mir sehr imponiert, dass ihr alles erlebt habt und jetzt sage ich, und nie habt ihr eine Meinung über das oder das geäußert, sondern ihr habt immer euer persönliches Erleben von New York oder sonst etwas, das war ganz meinungsfrei, das war alles persönliches Erlebnis. Und das kann einem so wenig Meinung bei so viel Mitteilung ist imponierend. Also, der Ablauf vom Morgen ist folgendermaßen: der Manfred und ich lesen jetzt aus dem Buch, etwa eine halbe Stunde, wir sind ein bisschen die Vorgruppe von ihm natürlich, und er liest noch eine Stelle aus seinem Werk, das hat er noch nie gemacht, wo von Zürich und von der Schweiz handelt. Also das ist eine absolute Weltpremiere in dem unendlich langen, schönen Arbeiten. Und da freuen wir uns drauf. Letzte Frage. Der Titel dieser Veranstaltung heisst Grenzüberschreitungen. Du wohnst am Bodensee und der Horizont von dir ist eigentlich die Schweiz. Was ist der Horizont? Der Horizont, wenn du rausschaust aus deinem Fenster, siehst du ja die Schweiz. Ist die Sentis. Siehst du den Sentis, ja? Der Name Walser kommt ja auch aus der Schweiz ursprünglich. Was ist deine Beziehung zur Schweiz? Das ist schon länger her, ja. Ja, gut. Nein, ich meine, ich kann es in einem Satz zusammenfassen. In meinem nächsten Buch, Spätdienst, das im November herauskommt, da heißt ein Satz: Ich habe die Unverschämtheit, mich in der Schweiz nicht fremd zu fühlen. Das kommt durch. Und deswegen kommt die Schweiz natürlich dann auch vor bei mir in den Büchern. Und da wir nun Grenzüberschreitung heute praktizieren, habe ich eine Auswahl gemacht von Stellen, die in der Schweiz spielen. Also, jetzt würde ich sagen, bevor wir in die Schweiz zurückgehen, gehen wir noch schnell um die Welt. Das geht etwa 25 Minuten. Der Manfred und ich lesen aus dem Buch. Haben Sie es alle bekommen? Ja. Ja, also. Die ganze Welt ist Ballermann. NZZ Feuilleton hat gestern geschrieben, Kultbuch, oder? Das ist ja die höchste Währung, die es eigentlich gibt. Und wir nehmen Sie schnell mit auf die Reise, vielleicht vom Ablauf, die das Buch noch nicht kennen. Der Manfred ist ein Schriftsteller. Er hat geschrieben, wie die Weltreise hätte können oder sollen sein. Und ich habe geschrieben, wie die Weltreise war. Und wir starten jetzt im August 1996. Freitag, 9. August. Nur ein Pullover und zwei Hemden, dafür 19 Unterhosen. 3 Jeans, Marke Levis, eine Badehose gelb, zu groß. Außerdem 4 bedruckte T-Shirts mit der Aufschrift Freiheit für Nelson Mandela, die Mauer muss weg, Kommunisten an die Macht und wieder daheim. Im Waschbeutel eine Zahnbürste, Tribol-Mundwasser, Linsenreinigungsmittel, eine Packung Präservativ Secura Color extra feucht. In der Seitentasche ein Schweizer Pass, ein Mallorca-Reiseführer und als Ferienlektüre 5 Bücher von Martin Walser.
das Ticket für 10.422 Schweizer Franken im Brustbeutel, sicherheitshalber. Ich schließe den schwarzen Koffer. Endlich frei. Noch 2 Minuten bis zum Zürcher Flughafen. Noch 11 Stunden bis Kapstadt. Noch 23 Tage bis zum Ballermann 6 auf Mallorca. Der Zug hält pünktlich in der unterirdischen Bahnhofshalle des Zürcher Flughafens. Ich nehme den schwarzen Koffer, schleppe ihn durch die langen Gänge. M, mein Reisebegleiter um die Welt, sitzt bereits in der Bye-Bye-Bar wartend. M wirkt nervös. Endlich hier. M ist Deutscher, eine sympathische Erscheinung. Knapp 40, da waren wir noch jünger, ein alternder Jungsozialist. Bei der Wahl seiner Produktionsmittel entscheidet er sich zwischen einem Porsche und einem BMW, das Schicksal aller alten Jungsozialisten. Mit M will ich in 3 Wochen zum Ballermann 6 auf Mallorca. Zuvor aber noch ein kleiner Umweg um die Welt. Der Weg ist das Ziel, sagt M, doch die Wahrnehmung sei alles. Eigentlich ist M Philosoph. Stattdessen wurde er Reisebuchverleger. Zweifelsohne ein Vorteil. Denn kam Nietzsche bis Mallorca? M's Gesicht leuchtet fröhlich, die Welt ist rund. Aus deutschem Mund tönt alles logisch. Einmal um den Globus ist ein Muss, lernt mein Freund. So wie man ein Kind zeugt, ein Häusle baut und eine IWC-Uhr trägt. Eine Weltenpflicht sozusagen. Doch direkt zum Ballermann 6 zu fliegen wäre trivial, folgert er. Erst der kleine Umweg von 80.000 Kilometern erhebe die Reise zum soziologischen Experiment. Erlebniswelt nenne man das. Erleben und analysieren als Message. Es ist meine 15. Reise mit M. Große Reisen machen man immer zu zweit. Mr. Fox und sein Diener Passepartout reisten in 80 Tagen um die Welt. Robinson und Freitag erforschten eine namenslose Südseeinsel. Auch der große Goethe reiste nicht alleine nach Italien. Dick und Doof sollen sogar in Afrika gewesen sein. Wer zu zweit reist, sieht mehr. Ein deutscher Reisebuchverleger und ein Schweizer Telezüri-VJ auf der Suche nach dem globalen Ballermann. Und dann sitzen wir im Flieger. Kurz nach 14 Uhr ein erster Blick aus dem Flugzeug. Weite, weiße Dünen, die Sahara. Kerzengerade Straßen, die im Nichts verschwinden. Ich nehme ein fliehendes Pferd von Martin Walser hervor, blättere und lese ab Seite 20. Walser über Afrika. In der Ferne lese ich immer Walser. Ein Gefühl von Heimat. Der berühmteste aller Heimatdichter. Bodensee gegen die Welt. Keiner beobachtet wie Martin Walser diese Präzision, diese Ironie. Walser als Messias aller Beobachtenden, die walsersche Sicht der Dinge als Lebensmaxime. Aber die Frage bleibt, war Walser schon in Afrika? Ich wende mich zu M. Dieser sitzt vor einem Glas Veuve Clicquot, hört für einmal zu. Der wahre Weltenkampf finde im Kleinen statt, sage ich. Nicht das Allgemeine, sondern das Individuum ist das Maß aller Dinge. M nickt, hört aber nicht mehr weiter zu. Die Abendsonne wirft ihre müden Strahlen in die Landschaft. Das Licht liebt Afrika. Dann sind wir in Afrika angekommen. Kapstadt war toll, es hat immer geregnet. Wir sitzen 3 Tage dann im Hotel. Ich verziehe mich in mein Zimmer und öffne die Bar. Der Sherry ungenießbar, draußen immer noch Regen. Um 15 Uhr Telefongespräch von Zimmer 318, da ist Manfred, zu Zimmer 333. Ich überlege mir, sagt M, angesichts des schlechten Wetters einen früheren Flug nach Bangkok zu nehmen. Kapstadt, ja Afrika sei nun bekannt. Sorgen hingegen mache ich in Sydney, welches wir in 2 Wochen bereisen wollen. Was ist dann los mit Sydney, frage ich. M gibt die Antwort. Sydney sei eine ähnliche Stadt wie Kapstadt, bestehend aus einer ähnlichen Waterfront, einem ähnlichen Hafen und ähnlichen Schiffen. Nur ohne Straßenschlachten wie in Afrika. Und wie die Oper aussehe, das wisse man ja.
Vielleicht, folgert M., könne man Australien überspringen und von der Südsee direkt nach Rio weiterfliegen. Von der Copacabana im Direktflug zum Ballermann 6. Von Rio de Janeiro zum Rio Palace auf Mallorca. Die Welt als auswechselbares globales Dorf. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Ich habe mich dann zurückgezogen. Ich setze mich ab. Auf einem kahlen Stein grapsch ich eine Postkarte aus meiner gelben Camel-Trophy-Jacke. Das Motiv bekannt, Tafelberg bei Nacht beleuchtet, das übliche halt. Ich nehme einen Stift und schreibe an Herrn Martin Walser, Schriftsteller, D88662 Nussdorf Bodensee, Germany. So wie er sieht keiner Afrika, sofern er schon in Afrika gewesen ist. Kapstadt, 13. August 1996. Lieber Martin, vielen Dank, dass du uns Südafrika empfohlen hast. Es ist so, wie du es beschreiben würdest. Melden uns bald wieder, Matthias und Manfred. Ja. Nachdem wir also dann in Südafrika in dem tollen Hotel 3 Tage verbracht haben und natürlich durch einen IMAX-Film, den wir gesehen haben, an der Waterfront alles über Afrika erfahren haben, waren wir absolute Spezialisten für Südafrika. Und nach 3 Tagen ist es ja dann wirklich auch genug, da zu sein. Deswegen stiegen wir ins Flugzeug, beziehungsweise wir hatten natürlich das Ticket schon und flogen nach Bangkok. Und ich darf in wenigen Sätzen Bangkok vorstellen. Ich bin innerlich aufs Höchste erregt. Ich habe das intensivste Gefühl der Liebe. Dieses umfassende, eigentlich nur noch als Erinnerung von pubertären Tagen bekannte Gefühl. Dieses eigentlich nicht mehr bekannte Gefühl, dieses auffressende Gefühl, nur eins zu wollen, zu können, nur noch mit einer anderen Person zu atmen, zu gehen, zu denken. Dieses döblinsche Gefühl der Auflösung, der ewigen Suche nach dem Androgyn. Ich habe mich verliebt. Nur im Traum zwar, in der ersten Nacht von Tag 1 in Bangkok zum Tag 2 in Bangkok, aber es wühlt mich ungemein auf. Der zynische Weltenerklärer, wie es Matthias nennen würde, Weltenschwafler, sitzt baff im Luxushotel in Bangkok und erlebt seit Jahren das erste Mal wieder, wie es ist, verliebt zu sein. Es ist ein Traum, wie gesagt. Ich bin Bangkok so dankbar dafür, ihm diese Neuentdeckung geschenkt zu haben, diese Wiederentdeckung geschenkt zu haben, dass die schrecklichen ersten Eindrücke der Metropolis geradezu uminterpretiert werden. Sind die mit Menschen vollgestopften Plattenbauten auf dem Weg vom Flughafen zur Stadt nicht eine glückliche, dichte Kommune, wo draußen gelebt wird und noch ein sicherer Raum vorhanden ist? Gibt das Gedränge der Autos auf dem Expressway, Auto übrigens, wie man sie in Europa nicht luxuriöser vorfindet, nicht einfach ein Zeichen von Wohlergehen und Nähe wieder? Nähe, das scheint mir das Schlüsselwort für Bangkok zu sein. Wir schreiben eine Karte an Martin, Bangkok, 15.08. Lieber Martin, wir sind nun in Bangkok angekommen. Im Wat Po-Tempel haben wir uns die Zukunft vorhersagen lassen. Es sieht für uns beide sehr gut aus. Bangkok ist aber noch ein bisschen verwirrend. Melden uns bald wieder. Mit freundlichen Grüßen, Matthias und Manfred. Ja gut, die Reise ist dann weitergegangen. Mein Freund Klemann, wir wollten dann nach China reisen. Er bekam einfach kein Visum. Ich weiß nicht, vielleicht war das deine sozialistische Vergangenheit, genau, dass man in China keine Sozialisten mag. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall musste ich alleine nach China fliegen. Und das war ja für einen kleinen Buben aus dem Zürcher Weinland doch eine große Mutprobe. Ich hatte einen Tag Zeit. Die Fahrt vom Pekinger Flughafen in die Stadtmitte ist wie alle Fahrten von Flughäfen. Eine breite, mehrspurige Autostraße, leer. Am Straßenrand Werbeschilder und weit weniger häufig Parteiparolen. In der Ferne die Skyline von Peking, Hochhäuser, wie sie auch in Frankfurt, New York oder Bangkok stehen könnten. Nur nicht in Nussdorf. Doch etwas anderes irritiert. Das Licht.
Mildes Herbstlicht überzieht die Landschaft mit einem sanften Schleier, lieblich und weich, voller Indien-Summer. Auch die chinesische Reiseführerin, in China ist ja immer Reiseführerin dabei, auch die chinesische Reiseführerin ist irritiert, weniger des Lichtes wegen, sondern aufgrund meiner Reise. 24 Stunden für China scheint ihr doch zu wenig. Big Country, sagt sie immer. Ich bin ein bisschen verschüchtert, entgegne aber, dass ich Japan zum Beispiel gar nicht besuchen werde und Hongkong nur einen Tag. Dann ist die Chinesin beruhigend. Schmunzelt, übersetzt es für den breitschultigen Fahrer. Dieser schmunzelt zurück. Schmunzeln verbindet fremde Kulturen. In ein allseitiges Gekichere kippt das Gespräch, als ich erkläre, dass Maos Todestag auf meinen Geburtstag falle. Da hebt die Freude. Mao verbindet. Der Fahrer stößt ein ruckartiges, abgehacktes Lachen aus, dreht die Scheibe nach unten und spuckt hinaus. So sind die Chinesen. Dann kommen wir an in der Stadtmitte. Ich gehe dann noch in die verbotene Stadt. Das war 1996. Was mir aufgefallen ist, es hat alles nach Urin gestunken. Dann gehe ich zurück ins Hotel. Also man wollte sich dann ein bisschen zurückziehen. Ich musste mich vorbereiten. Am nächsten Tag hatte ich ja dann 10 Stunden Zeit, noch schnell auf die chinesische Mauer. Und dann hatte ich die große Erkenntnis, dass man eigentlich immer für die Daheimgebliebenen reist. Welch triviale Weisheit. Im bayerischen Keller vom Kempinski Hotel in der Nähe des Diamantplatzes ist noch Oktoberfest à la Bavaria angesagt. Doch eine Kulturrevolution reicht. Ich lege mich ins weiche Bett, bin nervös, schreibe eine Karte. Peking, 17. August. Lieber Martin, morgen wird mein Lebenstraum erfüllt. Ich werde die chinesische Mauer sehen. Manfred hat als Deutscher kein Visum für China bekommen. Aber vielleicht hat er es dir schon mitgeteilt. Du kennst ja diese Bürokraten. Bis bald, Matthias. Denn am nächsten Tag fahren wir zur chinesischen Mauer. Ich hatte genau, glaube ich, 8 Stunden Zeit, wer schon mal dort war. Das ist bei Badaling. Der Kollege kann jetzt schnell ein Bild einblenden. Über die Stelle spreche ich, wo ich so ein lustiges T-Shirt angehabt habe. Dabei war da diesmal nicht diese Reiseführerin, sondern Herr Wing. Und dann sind wir auf dieser Mauer angekommen. Ich überhole mit Herrn Wing die Kolonne der wartenden Chinesen. Ausländer haben Vorrang. Die schmale Treppe führt zur Mauerkrone. Wall big, sagt Herr Wing. Das sehe ich ja auch, oder? Herr Wing streckt die Hand aus, doch außer Nebel beinahe nichts zu sehen. Der chinesische Morgentau wölbt sich über dem Talkessel. Die Zeit drängt. Ich drücke Herr Wing meine Pentax-Kamera in die Hand. Entblöße das Hemd. Der Moment der Wahrheit. Die Aufschrift »Die Mauer muss weg« ist deutlich lesbar. Herr Wing drückt ab, doch ich sehe seinen Chinesenfinger vor dem Objektiv. Das wäre da, ja. Zweiter Versuch. Klick, klick. Ich schließe vorsichtshalber das Hemd, rudere zur Ablenkung mit den Armen. Herr Wing versteht nicht. Dann laufe ich einige Meter an Hunderten von Touristen vorbei, wische mir symbolhaft nicht existenten Schweiß von der Stirne, um vor Herr Wing zu legitimieren, warum ich das Ralf-Loren-Hemd ein weiteres Mal öffne. Herr Wing stört das nicht. Er kämpft mit den Tücken meiner Pentax-Kamera. Sein Finger ist unentwegt am Drücken. Vor lauter Fotografieren vergisst er sogar zu rülpsen. Dann das Wunder. Der Nebel löst sich auf. Die chinesische Mauer wölbt sich fotogerecht. Ich bin glücklich, befreit. Aktion ist gelungen. Ich sehe mein T-Shirt. Die Mauer muss weg. Bis ein Chinese mit geradem Finger auf mich zukommt. War es das? Endzeit? Geheimdienst? Armee? Doch der Chinese lächelt, wie alle Chinesen lächeln. Ralf Loren. Ich fuhr dann relativ schnell zum Flughafen zurück, hatte noch Zeit, ganz kurz. Ich schrieb die Karte im Flieger, warf sie in Hongkong ein, über China, 18. August, lieber Martin. Die Berliner Mauer war kleiner als die chinesische. Doch diese steht immer noch und ist sehr beeindruckend. Viele Chinesen, noch mehr Steine. Freue mich auf Hongkong. Bis bald, Matthias. Ja, ich flog dann natürlich naturgemäß ganz alleine nach Hongkong
und hatte die ersten zwei Tage, dann drei Tage ohne Matthias, mich in dieser fremden Stadt zurechtzufinden. Darüber ein paar Zeilen. Ich laufe allein früh abends zum nahen Pierre der Star Ferry, die vom Stadtteil Coulon zur eigentlichen Insel Hongkong fährt, gehe unter Wolkenkratzern herum, umgeben von Menschen aller Arten, die schwatzend, staunend, wichtig oder unwichtig, gehetzt oder schlendernd mich umgeben. Ich fühle mich wie ein Fisch im großen Wasser. Kein Aquarium wie in Kapstadt, kein Fluss wie in Bangkok. Es ist der Ozean, der weite Ozean einer trügerischen Lösung, die sich in einer Insel ergeben hat. Hongkong denkt an alles, ist Freude und Kapital. Selbst die körperlichen Nöte wären auf Wunsch sofort besorgt worden. Beim ersten Heimkommen im Hotelfahrstuhl gesellt sich eine elegant gekleidete Frau, wohl aus Malaysia, hinzu, die das gleiche Stockwerk im Lift drückt wie ich, sich im Fahrstuhl vorstellt und schließlich nett klarmacht, dass sie gerne auf Wunsch mit aufs Zimmer kommt. Ich habe am Nachmittag vor mich hingeträumt und onaniert. Deswegen verzichte ich für den Moment auf das freundliche Angebot. Aber es freut mich, dass man mich erkannt hat. In meinem Harbourview-Zimmer reiße ich als erstes die geschlossenen Vorhänge zurück, schaue auf die abendliche Skyline Hongkongs und die ununterbrochen fahrenden Schiffe und freue mich des Lebens. Ich bin in der inneren Heimat, auch wenn ich nicht zu Hause bin, aber in der Heimat. In Hongkong braucht es noch nicht einmal einen Tag, um zu sehen, hier gehört man dazu oder lächelt. Nachts gehe ich in eine Diskothek mit dem Namen 1998. Und die Karte, die ich in dem Fall an Martin geschrieben habe, Hongkong, 19.8. Lieber Martin, Hongkong beeindruckt mich so sehr, dass ich nicht bedauere, dass mir die chinesischen Bürokraten das Visa verweigert haben. Aber Matthias wird dir davon erzählt haben. Hongkong ist eine gute Stadt. Bis bald, Manfred. Ja, dann flogen wir ganz weit weg nach Australien. Da spricht wieder mein Freund Manfred, der große Philosoph. Australien ist ein Kontinent, der durch das Meer und eine Oper begrenzt wird, sagt M., und dazwischen liege viel, viel Land. Eine Erfolgsgeschichte des Strafvollzugs. Aus einer ehemaligen Häftlingskolonie wurde ein Kontinent voller netter Menschen. Das Land der Freien, M. wiederholt den Satz, um seinen Worten Wirkung zu geben. Sydney, 20. August. Lieber Martin, Sydney gehört zweifelsohne zu den schönsten Städten der Welt und wunderbare Menschen. Es ist alles anständig und in den Blue Mountains, das war das große Thema, ist der erste Schnee gefallen. Bis bald, Gruß an deine Frau, Matthias und Manfred. Kurz vor 20 Uhr erzähle ich Manfred von meiner ersten und einzigen Begegnung mit Martin Walser. Es war zu Beginn der 80er Jahre in der Schaffhauser Buchhandlung Bücherfass. Der Dichterfürst aus Nussdorf las aus dem Roman Schwanenhaus. Ein Kleinkind schrie, die Frau öffnete die Bluse, um es zu stillen. Walser unterbricht, blickt die Frau an und sagt von der Bühne runter, gehen Sie bitte raus. Eine Woche zuvor, auch im Bücherfass in Schaffhausen, ein alternativer Schriftsteller hielt eine Lesung im selben Saal. Auch dort schrie das Kleinkind, wollte gestillt werden. Der Alternativautor blickte strahlend die Mutter an und sagte, keine Hemmungen, öffnen Sie Ihr Kleid, stillen Sie Ihr Kind. Die Mutter öffnete ihr Kleid, schmatzende Geräusche, ein leiender Autor, ein dankbares Kind, eine große Familie. Das ist eben der Unterschied zwischen einem Alternativschriftsteller und einem Großschriftsteller. Wir sind dann von Sydney nach Auckland geflogen, hatten aber in Auckland das so eingeplant, dass wir nur ungefähr 12 Stunden
Aufenthalt hatten. Wir wollten also eine ganz schnelle Erkundung von Neuseeland machen. Neuseeland ist ja nicht ganz so klein, aber für die schnellen Augen von zwei solchen Reportern würde das gereicht haben, hätten wir nicht einen sehr misstrauischen Zollbeamten vorgefunden, der, als wir ihm gesagt haben, wann gehen Sie denn wieder, haben wir gesagt, ja, am selben Abend fliegen wir weiter. Da wurde er dann misstrauisch und hat etwa 3 Stunden lang alles untersucht. Wir hatten kaum was dabei, also selbst die Zahnbürste hat er sozusagen abgestriffen, sodass von den 8 Stunden schließlich noch 5 Stunden übrig waren. Aber die haben gereicht, um Neuseeland zu erkunden. Auckland. Es scheint welche zu geben, die wollen sich raushalten. Diejenigen haben für sich ihr Stückchen Erde irgendwo abgeholt, es planiert und geteert, es in weite grüne Parzellen aufgeteilt, den Boden fruchtbar gemacht, das Land nass und ergiebig, die Kühe fett und wenig irre. Solche leben zum Beispiel in Neuseeland. Abseiler nennt sie Matthias, mächtige Abseiler, die alles tun, damit die Welt nicht merkt, dass sich hier noch Raum befindet und die andere Seite der Welt nicht einfach mal vorbeischaut. Wie viele schöne Städte könnte man hier neu aufbauen? Wie viele Menschen, die heute eng aufeinander leben, in Indien, in Albanien, in Rumänien, fänden genügend Platz, ihre Kultur voll auszuleben im weiten Neuseeland? Viele, viele. Darf man sich so abseilen? Neuseeland, das ist ein Kurort für den müden Walser, wo es noch Platz gäbe, um ganze Städte anzusiedeln. Aber wehe, solche Vorschläge werden vom dortigen Zoll gehört. Da lässt man einem nicht so einfach rein. Wie? Du forderst, dass man die geschundenen Syrer in wohlgebauten Anlagen inmitten der langen Inseln ansiedeln könnte, in Land geben könnte und Kühe und Schafe und dazu noch willige Konsumenten bekäme, die neuseeländische Butter, neuseeländisches McDonald's, neuseeländische Siemens Elektrogeräte kaufen würden? Solche Ideen, die sich einem Menschen, der aus einer dichten Welt kommt, einfach aufdrängen, solche Ideen veranlassen den Neuseeländer, auch den aufgeschlossensten und fantasievollsten, zu einem entsetzten Abwinken und zur Kontrolle der Zahnbürste. Die Karte aus Neuseeland. Lieber Martin, die neuseeländischen Zollbehörden sind wie diejenigen in Schaffhausen, stur und unerbittlich. Allen Unpässlichkeiten zum Trotz, die neuseeländischen Weiten konnten unserem Blick nicht entweichen. Bis bald, Matthias und Manfred. Also die Reise geht nicht mehr sehr lange, das merken Sie. 23.08., ich wusste schon, nächste Woche muss ich wieder als Vice weiterarbeiten. 23.08. kamen wir endlich in Bora Bora an. Bora Bora, 23. August. Lieber Martin, nachdem wir die französischen Bürokraten überwunden haben, erwartet uns das Paradies. Türkisblaues Licht, schöne Frauen, Ausrufezeichen, satte Farben. Mit freundlichen Grüßen, Manfred und Matthias. Haifischjagd. Da können wir das Bild noch einblenden von der berühmten Haifischjagd. Haifischjagd, so der Titel der in der Hotellobby angekündigten Attraktion für 500 Francs Français. M will nicht zur Haifischjagd, weil er Haie nicht mag und lieber schnorchelt. Für mich ein Vorwand. Eigentlich hat er es auf die braun gebrannte Kioskfrau abgesehen, eine Polynesierin, die alle Klischees der Welt erfüllt. Dieser verdammte Macho. Ich hingegen liebe weder Haie noch Schnorcheln und so melde ich mich zur Haifischfahrt an. Treffpunkt 11 Uhr am Strand. Die Bootsführer, 2 braungebrannte Polynesier, einer langhaarig, der andere mit Zahnlücke. Über ihrem Geschlechtsteil ein blütenweißes Tuch, slipplos wie bei einem schottischen Dudelsackspieler, nur exotischer und wohl auch erotischer. Ihre Begrüßung: Brother, die ganze Welt voller Brothers. Die 4 Japaner, wie auch die Spanierin mit ihrer Mutter, alle Brothers. Die reisen also alle mit. Hi Brothers, sagt der Langhaarige, während das Boot in die blaue Lagune hinausschnellt. Die Zahnlücke nimmt die Ukulele, die Japaner ihre Fotoapparate und die spanische Mutter klammert sich am Mann des Bootes fest und kotzt in das Wasser.
ein Aufstöhnen der Zahnlücke. Bora, bora, wakale. Ich schaue auf die Uhr. Um 16.05 Uhr wird meine Air Tahiti VT240 nach Papeete zurückfliegen. Und das darf ich nicht verpassen. Über dem offenen Meer dunkle Regenwolken, klirrende Farben, eine grandiose Inszenierung der Natur. Wenn nur die Japaner nicht wären. Der eine mit Brille erkundigt sich nach meiner Reise. Ich erzähle ihm, dass ich die Erde in 3 Wochen und 2 Tagen umrunden werde. Er schüttelt den Kopf. Very interesting. Er meint aber sehr pervers. Er benötige allein für die Durchquerung von Europa mit Paris, Jungfraujoch, Luzern und Berlin eine ganze Woche. Der Dialog wird abrupt unterbrochen, da die Zahnlücke kasernenartig schreit, Brothers! Den Zeigefinger führt er zu den Lippen, um absolute Ruhe zu signalisieren. Es ist absolut ruhig. Die Ukulelen und der Motor des Bootes sind verstummt, nur eine Japanerkamera klickt. Wir sind an der Grenze der Laguna angelangt. Vor uns das offene Meer, die sattgrüne Insel von Bora Bora, liegt rund 2 Kilometer zurück. Die Haie kämen immer zur gleichen Zeit angepirscht, erklärt der Langhaarige. Not dangerous, brothers. Dann steigt er behutsam ins Wasser und taucht unter. Die Zahnlücke überreicht uns währenddessen auf dem Boot Brille und Schnorchel. Ich ziehe mir das Ding über, ungewohnt wie ein Astronaut bei der Landung auf dem Mond. Unter Wasser noch unangenehmer, da sich beim Einziehen der Luft das ganze Ding mit Salzwasser füllt. Meine Augen brennen, dann begreife ich, der Schnorchel ist verkehrt montiert. Aber als ich das verdammte Ding umdrehe, präsentiert sich eine andere Welt. Alles vorhanden, nur keine Haie. Dafür kleine, namenlose Fischchen. Die beiden Japanerinnen zappeln mit ihren dünnen Japanerbeinchen. Die Spanierin, ihre Mutter ist auf dem Boot geblieben, planscht unbeholfen, vermutlich Nichtschwimmerin. Der Langhaarige greift mit der linken Hand einen dieser namenlosen Fische. Zack, ein schneller Griff, ein schnelles Zucken. Dann beißt er dem verdutzten Tier den Kopf ab. Das Wasser färbt sich rot, wird immer röter. Plötzlich dunkle Schatten, die Haie kommen. Vielleicht 10, vielleicht 20, vielleicht auch weniger. Lautlos zischen sie durchs Wasser, die Zähne weiß geleckt, Unbehagen. Ich ziehe mich zum Rand des Bootes zurück, in die sichere Entfernung von rund 10 Metern. So sind wir Schweizer. Vor mir zappelnde Japanerbeine, weiter vorne der langhaarige Polynesier, der einem weiteren Fisch den Kopf abbeißt und mit diesem zwischen die Zähne geklemmt die Haie lockt. Weh dem, der die Haie küsst. Hinter mir ein spitzer Schrei, die Spanierin. Schreckenssekunde. Glaube für einen kurzen Moment, alles sei vorbei. Doch es ist nur die Zahnlücke, die ihr mit feschem Griff in den prallen Hintern greift. Lustvoll. Die Spanierin strampelt, die Mutter auf dem Boot, befürchtet, ihre Tochter sei von einem Hai gebissen worden. Doch die Zahnlücke winkt der Mutter aus dem Wasser breitlachend zu, komplizenhaft, soweit es eine Zahnlücke zulässt. Die Mutter ist erleichtert. Der Griff zur Ukulele, Bora Bora, Wakale. Du hattest noch eine Karte, glaube ich. Ja, oder? Ich hatte noch eine Karte. Wir hatten, ja, da waren wir großzügig. In Bora Bora waren wir großzügig. War auch ein teurer Aufenthalt in diesem Hotel, hat über 1000 Franken gekostet. Für ein VJ war das wahnsinnig. Bora Bora, 24. August. Lieber Martin, wir haben so viel erfahren in der Südsee, dass wir dir gar nicht alles erzählen können. Manfred ist ein bisschen blau, so wie das Wasser hier. Aber die Bilder Gauguins machen alles wett. Herzliche Grüße auch an deine Frau, Matthias und Manfred. Der Matthias hat jetzt eine Postkarte gelesen, die eigentlich ich lesen sollte. Und er hat eine, die er lesen sollte, übersehen. Deswegen lese ich jetzt die Postkarte auch aus Bora Bora, wo es auch ein relativ schwieriger Weg war über die französischen Bürokraten, die da sehr sorgfältig schauen, wer auf diese Insel geht. Haben wir, nachdem wir diese Zollkontrolle überstanden haben, haben wir folgende Karte geschrieben. Lieber Martin, nachdem wir die französischen Bürokraten überwunden haben, erwartet uns nun das Paradies. Türkisblaues Licht, schöne Frauen, Ausrufezeichen, satte Farben. Das würde dir gefallen. Mit freundlichen Grüßen, Manfred und Matthias.
Matthias jetzt in Los Angeles, glaube ich. Okay. Montag, 26. August, 4 Uhr früh, hinein ins Auto, Highway 1. Ein Radioprediger flucht über den gottlosen Präsidenten. Ein allmorgendliches Ritual, auf 5 Sendern fluchen Radioprediger über gottlose Präsidenten. Da hat sich nichts geändert. Vor Berkeley sinkt die Benzinanzeige, M wird nervös, die Weltumquerung droht wegen einer fehlenden Tankstelle zu scheitern. Ein leerer Tank als Super-GAU. Doch in Amerika gibt es immer ein Happy End. Aus dem Morgengrau leuchtet, unübersehbar, Exxon. Gegen 8 Uhr endlich in San Francisco. Und jetzt ein Zitat aus dem Werk von Martin Walser. Morgens tupft die Sonne San Franciscos Bauten aus dem Dunst. Sie geht vor wie ein Aquarellist und fängt an mit den Pfeilern der Bay Bridge. Aus dem Roman Die Brandung auf Seite 63. Den Roman kann man nachher kaufen. San Francisco, 26. August. Lieber Martin, Kalifornien brandet. Sie sehen es. Die Straßenbahnen San Franciscos fahren, wie du weißt, an Seilen. Wir wären froh, wenn Berkeley uns rufen würde, bis jetzt aber nichts gehört. Melden uns bald wieder. Gruß an deine liebe Frau, Matthias und Manfred. Und dann sind wir mit dem Mietauto von, sind wir in San Francisco angekommen und in Los Angeles. Wir fuhren von L.A. nach San Francisco. Nach San Francisco, alles, wie gesagt, in relativ schneller Zeit, haben trotzdem natürlich alles erkannt und entdeckt und wissen ganz genau Bescheid, wie es da aussieht. Also wenn jemand Fragen hat, wo er hingehen soll, welches Restaurant und so weiter in der Gegend, können wir da bestens Auskunft geben, auch heute noch. Ich war übrigens vor 6 Wochen gerade wieder in dieser Gegend und es hat sich eigentlich gar nichts verändert wie vor 20 Jahren. Auch Trump konnte da sozusagen noch nicht die entscheidenden Impulse setzen. Wir fuhren also dann von San Francisco relativ eilig nach Las Vegas, aber wir wollten Las Vegas erobern über das Death Valley. Das ist der tiefste Punkt der Welt und außerdem ist da einer der besten Filme, die es gibt, gedreht worden, Zabriskie Point. Dann endlich fällt mir ein, dass ich und Matthias zu Zabriskie Point kommen werden, diesem geheimnisvollen Platz inmitten von Death Valley, der heißen Wüste Kaliforniens. Und ab diesem prallen Gedanken kann auch Matthias wieder in dem engen Auto aufatmen, denn das Thema Amerika und seine Sünden scheint erst einmal für mich erledigt und ein anderes, von beiden gleichermaßen begriffenes, nimmt Raum im Auto ein. Geschlechterverkehr in der freien Natur. Ich erzähle ab Bakersfield von Antonionis Film Zabriskie Point, den Gildo, den Matthias zwar nie gesehen hat, der ihm aber bald sympathisch wird, weil, wie ich versichere, am Zabriskie Point, da werden kopulierende Paare aus aller Welt in Memoriam dieses Filmes zu finden sein. Die Wege werden hinter Bakersfield nun wirklich seltsam einsam. Fast eine Stunde fahren wir schon, ohne ein anderes Auto zu sehen, und in den Reiseführern werden abenteuerliche Geschichten von unwissenden Reisenden kolportiert, die in der Abgelegenheit von Death Valley vermisst oder gar verdurstet, verwildert, erdrosselt oder sonst wie aufgefunden wurden. Endlich, bei der Einfahrt von Death Valley Nationalpark sehen wir etwas abseits der Straße ein abgestelltes Auto. Und siehe da, als seien die Worte des hörigen Gurus doch ungeschriebenes Gesetz der Welt, finden wir auf dem Kühler des Buicks ein in munterer Liebe beschäftigtes Paar. Matthias fährt jetzt besonders langsam. Wir beide Spanner schauen begeistert, wie der füllige Mann die über den Buick-Kühler gelegte Frau von hinten in die Geheimnisse von Antonionis Zabriskie Point einführt. Wahnsinn, sagt Matthias, das hätte ich nicht geglaubt, was du mir da erzählt hast, dass hier ständig gevögelt wird. Wenn ich zurück bin, muss ich mir den Film noch holen. In Las Vegas. Zwei Männer sind in Europa. Wir sprechen im Angesicht der in Stein gehauenen europäischen, wiederaufgebauten Werke, der betonierten Lüge, der Macht der Fälschung, nur noch und intensiv um sich schlagend, streitend, analysierend,
über Europa. Wir lernen Europa lieben, wir verstehen die Sehnsucht der Fälscher nach dem Original, wir wissen plötzlich, warum der entwurzelte Amerikaner nichts anderes in seinen Lebenstagen tun kann, als Originale wieder aufzubauen. Vor dem Trevi-Brunnen in Caesars Palace trinken wir den teuersten Veuve Clicquot unserer ganzen Fahrt. Nicht, weil wir im Casino gewonnen hätten, sondern weil ein neuer Europäer auf die Welt kommen soll. Zumindest das Kind von Silvia wurde uns da angekündigt und deswegen haben wir auf das Kind eine Flasche Veuve Clicquot getrunken. Wir haben schließlich eine Karte geschrieben aus Las Vegas und die lautet: Lieber Martin, 27.08., Las Vegas macht verrückt, die ganze Welt als Duplikat, nur perfekter und stilvoller als das Original. Alles vorhanden, nur der Bodensee fehlt. Liebe Grüße an die Familie, Siegfried und Roy, alias Matthias und Manfred. Also ganz kurz, wir sind da eben in Las Vegas. Er ist ja der Schriftsteller, der das erlebt im Konjunktiv. Ich bin der Realist. Wir sind im Hotel Rio Palace. Das Hotel ist alles, nur kein Palast. Die Wände stinken nach Urin, die Ventilatoren dröhnen wie Kraftwerke, der Lift ist defekt. Ein alter Mann reinigt den Hoteleingang, Zimmer 23. Lege mich auf das große, ausgeleierte Doppelbett. Ein Knirschen und Knarren. In der Schweiz ist früher Nachmittag, ich habe Heimweh, ich greife zum Telefon. Ich rufe Silvia Affolter an, die schönste Frau des Landes, erfolgreich, omnipräsent. Mehr als Frank Baumann, Kim Basinger oder Adolf Oggi. Der Weltenkampf der Prominenz. Frau Affolter, wie feiern Sie Weihnachten? Frau Affolter, verreisen Sie im Sommer? Frau Affolter, wie gefällt Ihnen das Werk von Martin Walser? Silvia freut sich über den Anruf. Ich muss dir was sagen. Also ich bin in Las Vegas und sie ist in der Schweiz. Die Leitung knattert. Ich bekomme ein Kind. Du bist der Erste, der es erfährt. Gratulation. Amerika ist großartig. Danach rufe ich meine Mutter an. Meine Mutter, ein alter Las Vegas-Fan. Las Vegas sagt, sie sei doch großartig. Ich nicke, wäre aber froh, wenn ich in der Schweiz wäre. Irgendwo über meinem Kopf im Nevada Palace rauscht Badewasser. Am Ende hat meine Mutter noch eine Neuigkeit. Silvia Affolter werde Mutter. Sie habe es heute im Blick gelesen. War. Ist doch interessant, war eine Zeit, wo es noch kein Internet gab, sondern nur die gedruckte Ausgabe, oder? Ich hatte mir im Laufe der Reise ein bisschen Sorgen gemacht, dass mein sprühender, redseliger Freund Matthias zu einem ängstlichen, nervösen, schlaflosen Wrack geworden war, der nichts mehr sah, dem die Welt Angst machte und dem man am ersten Tag fast der Weltfahrt schon ansehen konnte, dass er viel lieber in Schaffhausen oder am See oder in der Grille in Öningen oder im Kaufleuten in Zürich, aber um Gottes Willen nicht hier irgendwo in der Welt außerhalb der vertrauten Schweiz wäre. Und nun auf Mallorca? Er lebt wieder. Sie hat ihn wieder. Die Heimat, die herrliche Heimat. Matthias sprüht vor Energie und Lachen. Beides Momente, die ihm in der Welt abhanden gekommen schienen. Ein Kokon erwacht zum Dasein. Mensch, hier ist es toll, klopft er mir auf die Schenkel, als er die Verkäuferin eines T-Shirts entdeckt, auf dem steht: Buenos dias, Matthias, wir sind wieder da, alle Mann am Ballermann. Das muss ich haben, gluckst er und kauft sich das Shirt. Eine Fußballerklique, die aus einem Kübel Sangria trinkt, mit dem langen Röhrchen in der bitterrosen Flüssigkeit, singt laut: Steht auf, wenn ihr Schalker seid. Matthias steht sofort auf. Matthias entdeckt die Blumen am Wegesrand des Strandes, auf den Mauern sitzend und in den Sandkuhlen versteckt. Er bemerkt und er kugelt sich vor Lachen, dass ein Lokal hinter dem immer vollen, immer lustigen Strandlokal Ballermann 6 sich hinter dem Ballermann 6 nennt. Das ist groß, sagt Matthias. Das muss ich Martin erzählen. Das ist walserisch. Hinter dem Ballermann 6. Das ist, wie wenn VW sich kleineres Auto als Mercedes nennen würde. Groß nicht,
Das würde unserem Martin gefallen. Da könnte er darüber denken, sagt Matthias, der Erweckte. Hinter dem Ballermann 6. Und die Karte dazu? Wir sind zwischengelandet in Barcelona, deswegen bezieht sich die Karte hier auf Barcelona. Lieber Martin, viel Gaudi in Barcelona. Barcelona würde dir, deiner Frau und deinen Kindern gut gefallen. Ihr merkt, die Karten, zunächst nur an Martin, sind jetzt schon auch an die ganze Familie gerichtet. Kunst, Kultur und auch die Literatur boomen. Viele Grüße, Matthias und Manfred. Also zur Aufklärung, Herr Walser hat uns ja nicht gekannt, oder? Der bekam ja die Karten dann. Ballermann 6 als Mekka aller Beobachter, das mediale Dorf schlechthin. Doch vielleicht ist die kleine Kneipe in El Arenal auch nur das Projektion für das spaßige Leben. Mittlerweile schleichen verschüchterte Menschen aus Deutschland, Typ Lehrer, um das Lokal herum, angewidert das feucht-fröhliche Treiben registrierend, sicherheitshalber 3-4 Meter vom Ballermann 6 entfernt, dass ja niemand auf die Idee kommt, sie könnten zur gröhlenden Masse gehören. Verschüchtert zücken sie den Fotoapparat, drücken 1 bis 2 Mal ab. Aber erst, wenn der Tourist den Touristen beobachtet, um angewidert auszurufen, diese Touristen, schließt sich der Kreis. Am Ballermann ist dies der Fall. Dann ist der Tourismus total. Und nirgendwann wird es mehr Beobachter geben als Betrunkene. Dann ist der letzte Tag gekommen. Manfred und ich waren ein bisschen traurig, weil die große Reise zu Ende ging. Ich wusste aber, übermorgen muss ich wieder bei Tele Zürich weiterarbeiten. Ich habe dann noch jemanden kennengelernt, eine Frau, Ute hieß die. Das war meine erste weibliche Begegnung eigentlich. Ute hat dann gesagt, komm in Oberbayern, dann können wir noch festen zusammen. Sie war so unterwegs mit einem Kegelclub aus dem Ruhrpott. Ich habe gewartet und gewartet und gewartet, Ute kam aber nie. Dann waren wir ein bisschen traurig, Manfred und ich, am letzten Tag. Aber wir haben ein Happy End erwartet und das Happy End war ein Konzert von Rex Gildo. Den gab es damals noch. High Noon im Rio Palace. Rex Gildos Erscheinen ist seit Tagen auf den Plakaten angekündigt. M und ich stehen verlegen an einer der zahlreichen Stehbars. Viele ältere Menschen, vornehmlich Deutsche, vor allem Deutsche, das heißt nur Deutsche, in Warteposition. Rex Gildos Erscheinen verzögert sich. Eine gelangweilte Band füllt mit gelangweilter Musik den Raum. Das wäre schön, sagt M. Am Ende ein Hossa oder Fiesta Mexicana zum Abschluss. Gegen 1 Uhr die Ankündigung, eine traurige Ankündigung. Rex Gildo drehte nicht auf. He is drunk, raunt ein fettleibiger Casanova neben mir. Vielleicht meint er auch krank. Drank und krank, alles reimt, ein Volk der Dichter. Die Langweiler Band spielt weiter in die Nacht. Ich verlasse das Lokal, als sich 2 zarte Hände auf meine Schultern legen. Dreh mich um, Uta aus dem Ruhrpott. Und wieder ist sie da, diese Illusion der Nacht, dieses Kribbeln. Sie sagt, du gehst? Ich nicke. Und wann? Lange überlege ich. Nächstes Jahr auf dem Ballermann. Wir haben dann Martin Walser, wir haben es anfänglich ein bisschen unkorrekt gesagt, keine Postkarte geschickt, sondern ein Telegramm, das gibt es ja heute nicht mehr. Lieber Martin, kommen, Strich, morgen, kommen, Strich, um, Strich, 17.30 Uhr, Strich, in Zürich, Kloten, aus Palma an. Grüße, Matthias und Manfred. Epilog, Dienstag, 3. September. Die Crossair LX663 landet um 17.25 Uhr in Zürich-Kloten. Es regnet. Viele Menschen in der Ankunftshalle. Durch die großen Scheiben fällt der Blick auf die Wartenden. Der Zollbeamte fixiert meinen roten Pass, nickt, lässt mich passieren. In den ersten Papierkorb, den ich sehe, werfe ich eine ungebrauchte Packung Präservativ Secura Color extra feucht. Wo ist Martin? M glaubt ihn unter den Leuten zu sehen, groß und ernsthaft. Ich nehme ein fliehendes Pferd einer roten Rose gleich hervor und winke. Übertriebene und ausladende Bewegungen.
Doch der vermeintliche Walser zeigt keine Reaktion, sondern verschwindet in der Toilette. Überhaupt ist man plötzlich von lauter Walsern umgeben, alle groß und intellektuell, weißhaarig und Brillenträger. Ich spreche im Flughafen den ersten Walser an, der Sprache nach ein Ungar, der zweite Walser, unzweifelhaft ein Schweizer, wohl ein Flughafenbeamter. Der dritte Walser löst sich plötzlich in Luft auf. Verschwunden. Die Ankunftshalle wird allmählich leer. Der große Walser fehlt, so wie Rex Gildo fehlte. Schade, sagt M., während wir unsere Koffer aus der Halle schleppen. Vor dem Flughafengebäude verteilt, und das hat sich nicht geändert, verteilt ein Polizist Parkbußen. Da wäre eigentlich der Mario Fehr zuständig. Schade, sagt M., während wir die Koffer in den weißen Taxi laden. Schade, dass wir nicht in Rio waren. Danke. Danke. Das brauche ich jetzt nicht. Auf Ihr Wohl. Also, ich versuche, Stellen, in denen die Schweiz vorkommt, von 1966 bis 2016. Es fängt an mit einer Stelle aus Einhorn, 1966, und da ist der Anselm in Zürich. Als Anselm saß und frierend und aufmerksam Platz genommen hatte, geschah auch gleich eines jener lokalen Wunder, die die Kamera zuerst noch nicht dokumentieren kann. Sonnenfinsternisse kann man vorhersagen und fotografieren, Wunder nicht. Und wenn das Wunder sich bemerkbar macht, schaut keiner mehr auf die Uhr. Also weiß ich nicht, wie spät es war, als mehrere Herren, die einander nie gesehen hatten, die zuerst nur da saßen und ihren zeitlosen Kaffee tranken, als die alle eine, sagen wir einmal, eine Dame anschauten, die sich im Odeon selber eine Zigarette anzündete. Selbst ein Fotograf hätte das nicht fotografieren können. So waren wir weggesaugt aus unseren sonst doch akut empfundenen Biografien. Die Dame verschmälerte ihr Gesicht beim ersten Ziehen. Wir alle nahmen teil an dem Schicksal der Luft, die sie eingesogen hatte, als wäre diese Luft, die jetzt die Dame als Rauch durchzog, uns ein Liebstes. Als der Rauch in den Lungen der Dame auswölkte, sahen wir die Lungenfinsternis sich blau verfärben. Gleich entstand ein Sog. Der Rauch durfte nicht länger mit den Lungenlappen spielen, musste Farbe abgeben, sich farbloser zurückziehen und sich durch die Damennase ausblasen lassen. Wir wollten auch ausatmen. Was aber jetzt aus den runden Nasenlöchern dieser Dame hervorkam, war so alarmierend, dass wir das Atmen
noch einmal verschieben mussten. Türkisfarben war dieser Rauch, von dem wir doch erwarten mussten, er sei in den Lungen der Dame grau geworden. Diesen türkisfarbenen Rauch blies sie in zwei auseinanderströmenden Bahnen aus. Solch scheinwerferhaft solide Bahnen dürfen sonst nur aus den Nüstern mythologischer Pferde strahlen. Und erst weit draußen über ihren Knien lösten sich die zwei Rauchbahnen in Wirbel auf. Es entstanden aber nicht für kleinen Beifall ein paar flach schwebende Kringel, sondern zwei wirbelnde Wolken. Ich darf sagen, Anselm hat sofort an Laplace gedacht. Also verstand er geradezu, als aus dem zweifach türkisfarbenen Brodeln zwei Windhunde sich bildeten. Und wer sich zur eigenen Beruhigung einreden wollte, diese Windhunde seien immer schon da gewesen, vielleicht unter dem Tisch und hätten sich jetzt erst aufgerichtet, der musste sich korrigieren, als die Dame durch einen zweiten Zug aus ihrer Zigarette abermals solche Bahnen, ein so zielstrebiges Wirbelchaos und abermals zwei Windhunde produzierte. Die zuschauenden Herren, das wird ihnen keiner verdenken können, warteten auf den dritten Zug aus dieser Zigarette. Die Dame aber, von der die Herren das dritte Paar Windhunde schon wie eine Leistung erwarteten, die man verlangen kann, die Dame senkte ihre Zigarette wie eine Fackel und drückte sie dann sorgfältig aus, als hätte sie Sorge, es entstünde sonst noch nebensächlich Unerwünschtes. Also nur vier Windhunde. Das war 1966. Jetzt 1973 aus dem Roman Der Sturz. Es geht wirklich nur um uns zwei. Und wenn wir zwei glauben, dass wir hinauskommen, dann kommen wir hinaus. Am Abend vor der Abreise segle ich die Hanna zum letzten Mal und mit halbstocks gesetzter Flagge durch das grüne Glas des Sees nach Lindau, lasse sie vom Kran aus dem Wasser heben und auf den Trailer laden. Der Trailer mit der Hanna drauf bleibt über Nacht in Lindau. Wir schleichen uns am nächsten Morgen um 5 aus dem Haus. Der Abschied von Froni wäre unerträglich. In welcher Küche wird sie landen? Ausrutschen im Bodenschmutz auf PC und die Schläfe gegen die Sockelschrauben der Spülmaschine schlagen. Wir müssen entschlossen sein, Froni sitzen zu lassen, sonst kommen wir nie über die Alpen. Also leise Ausfahrt. Die Koffer haben wir allmählich gepackt, die trage ich noch nachts zum Auto. In Lindau kuppeln wir den Trailer an unseren guten alten Mercedes 190, dem niemand seine 160.000 Kilometer ansieht. Dann geht's ab nach Österreich und gleich in die Schweiz. Von Bux an wird der Himmel dunkler. Wir fahren im Regen weiter. Die Hanna ist an die 7 Meter lang. Das will natürlich pendeln und schwanzen. So wird es fast Mittag, bis wir in Chur sind. Essen und weiter. Kurz nach Chur versagt der Scheibenwischer auf meiner Seite. Ich sehe fast nichts mehr im Schritt weiter. Die nächste Ortschaft heißt Bonaduz. Es gibt keinen Scheibenwischer. Der Regen lässt nicht nach. Komm, komm, Alissa, weiter. Kaum sind wir wieder auf der Straße, regnet es noch stärker als zuvor.
Immer wieder fahre ich rechts ran und wische die Scheibe frei. Die nächste Ortschaft heißt Kazis. 2 Kilometer weiter sagt man, in Thusis sei uns zu helfen. Eine Kleinigkeit und solche Mühen. Ein Tasten mehr als ein Fahren. Die Angst, dass es jetzt gleich krachen werde. In Thusis wird uns geholfen. Mit munter zirpenden Scheibenwischern, wir haben gleich beide Blätter ausgewechselt, fahren wir hinein in die Via Mala und hinauf die Straße zum San Bernardino. Wir singen nicht, aber es hört auf zu regnen. Die enger fassenden und höher ragenden Felsen tragen nicht mehr die Gesichter früherer Bekannter aus München. Alissa sitzt, als fahre sie. Sie reicht nicht einmal die Hand herüber. Hoffentlich brennt das Bremslicht am Trailer. Diese vielen Tunnels. Wir werden heute nicht mehr über den Pass fahren, Alissa. Heute bleiben wir droben in einem Bündnerdorf. Sagen wir doch gleich in Splügen. Und fahren hin auf den größten Platz, und der ist vor dem größten Hotel, und gehen hinein, obwohl wir wissen, das wird wieder viel zu teuer. Du sagst ja auch erst was, wenn wir dem im Zimmer den Preisanschlag sehen. Ich werde also das teure Zimmer verlassen, mich vor dem Geschäftsführer aufbauen, und warten. Warten, bis er mich sieht. Ich will nämlich keineswegs gleich jetzt hinüber auf die Alpensüdseite. Plötzlich stünden wir ratlos am Stadtrand von Genua. Der Geschäftsführer lacht laut, sobald er mich entdeckt. Er kann sagen, was er will. Ich werde ruhig sagen, meine Frau und ich sind vom Fach, Herr Geschäftsführer, Ober, ich, die Frau am Buffet. Annoncieren, was Sie wollen. Was er brauche, ist ein Hausel und eine an der Spülmaschine. Ich akzeptiere. Der Empfangsschiff hat befohlen, das Auto mit der Hanna auf dem Parkplatz neben der Splügenstraße zu stellen. Und Dalli Dalli, hat er gesagt und dazu mit der Hand gewinkt, damit wir, was wir in den paar Tagen verdienen, damit wir das behalten können, schlage ich Alissa vor, in der Bootskajüte zu schlafen. Sie erschrickt und nickt. Die Höhenluft ist wunderbar. Ich liege wach und horche. Das Boot zittert unter den Stößen des Windes, der vom Splügenpass herunterkommt. Alissa muss mir das, was ich in den paar Tagen verdiene, aus dem Büro holen. Wenn ich also Alissa nicht hätte, könnte ich mir diese feine Art der sofortigen Durchtrennung meiner Beziehungen zum Hotel Postbotenhaus nicht leisten. Weil es nördlich des Alpenkamms noch so schön ist, will ich nicht gleich hinüber. Oder ist es die verstummte Alissa, dass sie alles zwischen uns zu einem Monolog von mir werden lässt? Ist es das? Alissa schaut mich an. Ich sehe, was sie jetzt denkt. Ich habe sie absichtlich hier heraufgeführt, denkt sie. Ich will sie hier umbringen, denkt sie. Sie hat Todesangst, das sehe ich. Also sage ich, Alissa, ich dränge mich an Sie, lege meinen Kopf auf Ihre Brust,
dass sie endlich aus der Angst herausfinde. Hör zu, Bändigerin. Hör wenigstens zu, mein Gott, warum rede ich denn? Ich knie da vor dir, Menschenskind. Altern wir total synchronisiert? Und deshalb bist du mir, seit ich dich zuerst sah, nicht einen Tag älter geworden. Wie kommt denn das, Hexerin, sag, ich liebe dich. So, jetzt ist es raus. Natürlich gehst du mir auf die Nerven, weiß Gott. Immer ein und dieselbe Frau, sich darin zu verkriechen, wenn einem das nicht auf die Nerven gehen darf. Über den Alpenkamm steigen die Wolken rasch in die Höhe, als würden sie hochgeschossen. Sie sprühen geradezu hoch. Wir standen schon bergauf Richtung Splügen. Auf, Alissa, der Tag ist angebrochen. Den Trailer habe ich angekuppelt, getankt ist auch. Es wird Zeit, hinüberzukommen. Dunkler kann ein Tag nicht sein als der. Ich spüre den Schnee. Es ist die alte Passstraße. Sie führt durch kein Tunnel. Sie führt oben drüber. Wie ein an den Berg geworfenes Seil liegt sie am steilen Massiv. Sie scheint sich nach jeder Kehre in sich selbst zurückbiegen zu wollen. Eine andere als die unauffällige Aufstiegsart erlaubt die Abschüssigkeit dieses Berges offenbar nicht. Bevor wir noch den von dort kommenden Bach verlassen, geraten wir in die ersten Flocken. Unsere Scheibenwischer, die neuen, schieben die riesigen Dinger aus unserem Blick. Es schneit und schneit. Und Alissa, die Straßburgerin, hat es nicht bemerkt, dass wir, statt aufs Bernardino-Tunnel zuzufahren, uns zum Splügen hinaufzuwinden, versuchen. Ich möchte keinesfalls schon an einer dieser unteren Kehren ausrutschen und hängen bleiben. Ich biege zügig aus, hole aus mit Vollgas in die nächste Gerade. Ich weiß nicht, wie wir es schaffen werden. Ich will nur, dass es der richtige Tag ist und die richtige Straße. Ich muss fahren, so gut ich kann. Ich muss alles aus dem Auto herausholen. Ich muss Vertrauen haben. Der Mercedes spurt. Es ist eine schreckliche Spannung. Irgendwelche Schreie möchte ich jetzt nicht mehr hören. Ich habe das Gefühl, ich zerbreche. Ich schalte das Autoradio ab. Ich weiß, dass wir bei diesem Wetter mit Sommerreifen und einem 7 Meter langen Segelschiff nicht ohne weiteres über den 2117 Meter hohen und nicht gut gebauten Pass kommen werden. Aber ich weiß nicht, wie wir hängen bleiben werden. Drunten an der Abzweigung wird der Pass längst als geschlossen angezeigt. Zeugen sind also nicht zu befürchten. Es ist Samstag. Das wirkt sich auf mich aus. Ich möchte diese Fahrt nicht am Montag machen. Und dieses Wetter, das uns gerade an einem Samstag beschert wird, ist für mich eine gewisse Hilfe. Wenn es uns so gelingen sollte, ins Ennetbirgische Misox zu kommen, sind wir entkommen und rutschen irgendwie ermattet ins Italienische, in die Kastanienwälder Chiavennas hinunter und stehen noch einmal
stechen noch einmal in See, die aufgeschobene Hochzeitsreise. Dahin, Alissa, dahin. Es kann ja alles, wie alles eingefädelt ist, nur noch glückliche Enden geben. Ich fahre so gut ich kann. Mir wäre wohl, wenn ich jetzt mit Alissa ununterbrochen hin und her reden könnte. Von Kehre zu Kehre wird mir unwohler. Andererseits sage ich mir, du fährst so gut du kannst, basta. Meine Sinne sind im Verbund mit dem Schnee. Das An- und Abschwellen des Motors in den Kehren mummelt zusätzlich ein. Alissa schaut, wenn ich mich nicht täusche, auch schon ziemlich verloren hinaus. Das ist eben doch das Schönste, was es gibt, dieser uns restlos einhüllende Schneefall. Obwohl ich den in dieser Weltverschließungskraft noch nie erlebt habe, wirkt er jetzt auf mich, als habe ich genau dieses Schneevermögen gekannt, also erwartet und eingeplant. So wird uns die größte, schönste, weiße Binde angelegt, die der Planet zu vergeben hat. Alissa, ob du mir wohl noch ein Kompliment machen könntest für meine Superwahl? Oder willst du erst drüben in Chiavenna aufatmen und mich dann umarmen und eng am Hals glücklich über die Rettung weinen? Sozusagen dankbar dafür, dass ich dir durch die Reise, durch die Gefahr, die Lebensfreude wieder anstachelte. Der Schnee ist nicht mehr ganz so nass wie auf den unteren Kehren. Die Hanna rutscht schon mal etwas weg oder ein Antriebsrad dreht schnell durch. Die Scheibenwischer schaffen die Flocken kaum noch. Und so kommt denn die sich zurückbiegende Kehre, die schon so glatt ist, dass wir ins Schwimmen geraten. Kein Gas geben hilft, auch kein Gas nachlassen. Ich spür's, wir fassen nicht mehr, wir schwimmen. Die Hanna hängt nicht mehr, sie fängt schon an zu schieben. Ich drücke durch, ich muss uns wenigstens aus dem Schub des Trailers reißen, sonst schiebt er uns einfach von der Straße. Aber je mehr ich jetzt Gas gebe, umso rascher rutschen wir nach links weg und ab. Der Trailer steht schon fast senkrecht zu uns. Jetzt knackt schon Blech, etwas splittert, wir kippen. Wir sind nicht mehr auf der Straße, es geht hinab mit uns. Das war also das Leben. Jetzt hängt mein Kopf hinab. Und wir beide hörten einmal lachend zu, wenn Froni bei der Suppe wieder mal ihren letzten Wunsch erzählte. Einen Zwetschgenkern soll man ihr, wenn sie tot sei, in den Hintern stecken, dass aus ihr dann ein Baum wachse. Seelenruhig wünscht sie sich das, weil sie den Schwestern im Kloster, wo sie hab kochen gelernt, den Wunsch, das sei eben ein Wunsch von Kinderlosen, den Wunsch oft genug habe erfüllen müssen. Schneeweiß bzw. Papierweiß hat man sich den Tod vorzustellen. Am besten stellt man sich uns also vor, wenn man sich vorstellt, dass wir Schneeweiß bzw. Papierweiß bzw. Papierschneeweiß liegen,
zwischen Autoteilen, Felsen, Steinen, Wegzeichen, Satzzeichen. Und ich sage in die rasch wachsende Stille hinein, Stabein alisa car cumpon, datant placere passion. Und dann würde ich noch, wie zur Übertölpelung meiner selbst hinzufügen, Glücklichere sollen gelebt haben. Es sei jetzt geradezu Zeit für uns, uns zu verändern. Und das und nichts anderes sei unser Ziel. Es fielen jetzt Glück und Ende zusammen, wie Ober- und Unterkiefer beim Biss. So weit der Sturz. Eine Tagebuchnotiz von 1974, 19.03.1974, Zürich, Hotel du Théâtre, Lesung in Zürich-Maur, mit Dorfmusik à la Glenn Miller. Im Vorraum einer, stark schielend, mit 16-jährigem süßen Sohn, aber sie werden doch nicht vorlesen, das gibt's doch nicht, dass sie so einen Scheiß machen. Martin Walser von der DKP liest in Zürich-Maur uns Belletristik-Scheiß vor. Das gibt's doch nicht. Als ich endlich zu Wort komme, sage ich, ich sei kein DKP-Mitglied und werde vorlesen aus einem Roman. Er, aha, Sie sind gar keins. Ja, sowas. Ja, wie komme ich denn auf die Idee? Hat nicht Günter Grass gesagt, Sie seien eins? Ich, fragen Sie ihn selbst. Er, das ist ja gut. Ich wollte Sie nämlich provozieren. Dazu bin ich gekommen. Der Martin Walser aus der stalinistischen DKP, habe ich mir gedacht. Nach der Lesung, er, die Diskussion sei interessanter gewesen als die Lesung. Beim Hinausgehen, ich sei ihm der sympathischste von den Schriftstellern, die in Frage kämen. Er werde mich weiter beobachten. Er hoffe, ich komme über dieses belletristische Zeug hinaus. Auf der Heimfahrt der Veranstalter, das sei Max Schmid gewesen, ein Kaufmann, der immer mit riskanten Projekten beschäftigt sei. Zurzeit sei er als Physiotherapeut tätig. Im Zug liest ein Seminarist Unterschiede zwischen Seligkeit und Erhöhung. Und dann 1991 zum Tod von Max Frisch. Am 4. April 1991 stirbt Max Frisch. Als ich einmal in den 80er Jahren in Kloten in der DC-10 endlich bei meinem Platz ankam, sah ich, dass eine Reihe vor mir Max Frisch sitzen würde, samt Alice. Während ich noch lauter und naiver, als ich wollte, den Zufall pries, merkte ich dann an Max Frischs geradezu asiatischem Lächeln, dass er der Meister dieses Zufalls war. Er hatte beim Verlag erfahren, dass wir beide mit derselben Maschine nach New York fliegen würden. Dann hat er uns von der Swiss Air in die Zweierreihe hintereinander setzen lassen. Ich fand mich gleich an den Anfang des Schriftstellerdaseins zurückversetzt, als ich noch glaubte, Schriftsteller seien besonders freundschaftsfähige Menschen. Aber Max Frisch gelangen öfter solche Überraschungsgesten.
Vielleicht musste er auch sich selbst beweisen, dass er zu Freundschaftshandlungen imstande war. Wer wie Max Frisch falsche Töne weder produzierte noch akzeptierte, kann nicht ununterbrochen freundschaftlich sein, aber 8 Stunden lang schon. Frischs Ausstrahlung, bitte nichts Direktes. Wenn Empfindung, dann eine, die durch Gegentonbeimischung vor wohliger Genießbarkeit sicher war. Was er sagte, sagte er, als prüfe er, ob man das so sagen könne. Er war das Gegenteil von geistreich oder schlagfertig, aber er produzierte andauernd Geistesgegenwart. Das ist eine Art Seinsschärfe, ein Anspruch, formal, nicht inhaltlich. Er konnte auch Bewunderung nur auf seinem eigenen Genauigkeitsniveau akzeptieren, nicht dann abschließend und positiv, sondern nur experimentell. Ein Gespräch wurde so zu einem Sprachschachspiel, also alles andere als direkt. Am liebsten riskant. Auf diese Art kam man ziemlich weit, zum Beispiel von Zürich nach New York. Und jetzt 2012, zum 50. Geburtstag von Matthias Ackeret. Das habe ich damals vorgelesen in Schaffhausen. Der Freund wird 50. Wenn es feierlich wird, verstecke ich mich gern hinter Reimen. Ich feiere dich nicht mit einem Meinungsblumenstrauß. Ich weise dir kein Zimmer an im Literaturhaus. Du bist unter den Nahen der Nächste. Wir sind getauft mit dem gleichen Wasser. Und das ist von allen Wassern das Höchste. Es stürzt herab, heißt Bodensee, und krasser heißt es dann Rheinfall bei dir. Wir sind einig, ureinig sind wir. Wir sind vielleicht schüchtern, aber nicht stumm. Unser Gespräch ist laut und lebendig, aber genieren ist uns nicht fremd. Vielleicht sind wir ein Unikum. Wir müssen einander nicht buchstabieren, wir dürfen es selber komisch finden, wie wir uns verstehen im Rechthaber-Radau. Gemeinsam verschwinden, das wäre unsere Schau. Du bist ein Meister der mutigen Geschichte, du schreibst von Tag zu Tag dich fort, mit hellem Hohn machst du zunichte die Banalität vor Ort. Lass mich feierlich sein zum Schluss. Ich bin froh, dass es dich gibt. Du bist, wie man sein muss, wenn man das Leben mehr als es wert ist, liebt. Jetzt noch 2016. Nein. Ja. Aus dem Roman Ein sterbender Mann. Heißt es der sterbende Mann oder ein sterbender Mann? Darin diese Passage. Der fünfte Traum in der Nacht vom 27. zum 28. September. Er rennt zu den Ämtern, wird andauernd belehrt von Beamten. Es sind Schweizer Beamte. Er hat sich um die Schweizer Staatsbürgerschaft beworben. Er wird nach Gründen gefragt. Die muss er erfinden. Deutlich wird,
dass er von Beamtinnen viel besser verstanden wird als von Beamten. Und endlich ist es soweit. Er wird geprüft. Er besteht alle Prüfungen. Er ist schon guter Dinge. Da wird ihm mitgeteilt, die letzte und ausschlaggebende Prüfung sei die Jodelprüfung. Ohne Jodeln keine Schweizer Staatsbürgerschaft. Jodeln sei die helvetische Muttersprache. Abgenommen wird die Prüfung in Appenzell auf dem Marktplatz. Offenbar hat sich die halbe Stadt eingefunden, um ihn zu hören. Er wird von zwei Herren im Frack in die Mitte des Platzes geführt, dort auf ein Podest. Er ist damit auf der Höhe des Gremiums, das die Prüfung abnimmt. Vier Herren, auch im Frack und mit Zylindern. Die Leute rundum applaudieren. Aus Fenstern und Balkonen klatschen sie. Einer der Zylinderherren befahl ziemlich schroff, das Publikum habe alle Zeichen von Zustimmung und Ablehnung zu unterlassen, da es sich um eine ausschlaggebende Prüfung handle und nicht um eine Show. Seitens des Publikums seien alle Zeichen von Zustimmung oder Ablehnung zu unterlassen. Der Prüfling habe ein Recht auf Stille. Sofort verstummen alle. Es herrscht jetzt eine gewaltige Stille. Der Herr sagt, merci. Ein Zylinderherr ruft, die Prüfung läuft. Sofort kommt ein gehbehinderter alter Mann zum Podium und klettert auf das Podium. Er hat eine Ziehharmonika dabei, die man in der Schweiz Handörgeli nennt. Er beginnt zu spielen. Wie dazu gejodelt werden kann, ist nicht gleich klar. Dann aber doch. Er selbst setzt ein. Hola Dieu, hola Dieu, hola, hola, hola Dieu. Diesen letzten Ton zieht er in die Höhe und hüpft von ihm aus in die Jodelbewegung und zieht den Ton dann wieder hoch und lang hinauf und hinaus und noch höher. Da versagt seine Stimme. Er hat zu hoch hinauf gezielt, also etwas tiefer. Aber die Stimme krächzt nur noch. Ein hässliches Pressen und Stöhnen und Krächzen. Und er sieht, wie die Herren auf dem Podium sich die Ohren zuhalten. Die Leute lassen sich jetzt nicht mehr halten. Ein Pfeifkonzert bricht los. Der Handörgelimann nimmt ihn an der Hand und führt ihn hinaus. Dass er dabei furchtbar hinkt, passt zu diesem Abgang. Dann kommen zwei Polizisten und verbinden ihm die Augen. Er ist in einer Zelle. Die Binde wird ihm abgenommen. Aus dem Lautsprecher sagt eine Stimme, dass er wegen eines groben Verstoßes gegen geltende Gesetze vor Gericht gestellt werde. Er habe die helvetische Muttersprache geschändet. Er verlässt die Zelle. Kein Mensch hindert ihn daran. Draußen jodelt er. Jetzt sticht seine Stimme in die Höhe, überschlägt sich, springt in die wunderbarsten Drehungen und tollt sich wieder in schnellen Rhythmen zum nächsten Sprung in die Höhe. Und dazu singt er noch den Text. Mein Lieb ist eine Alplerin, gebürtig aus Tirol. Sie trägt, wenn ich nicht irrig bin, ein rotes Kamisol und jodelt darüber hinaus in jede Höhe. Seine Stimme trägt ihn hinauf und hinaus, aber er erwachte und hätte viel dafür gegeben, wenn er hätte zurückfinden können in diesen Traum. Aber der Traum war weg, unerreichbar weit weg. Ich danke Ihnen.